Moin, sind Sie herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Outlast. Ich weiß gar nicht, wo befinden wir uns eigentlich? Warum versteckst du dich? Weil, Tom gerade. Ach, Tom kommt gerade. Ich hör's. Ich höre ihn stöhnen. Der soll mal verschwinden. Knapp werden. Bin ich hier richtig? Oder muss ich da wieder... Weil man dort, wo der Fett ist, muss ich wahrscheinlich hin, wa? Oder? Was? Der Fette war gerade da drüben. Ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Du musst die zwei Ventile finden. Oh Gott, das war das. Problem ist, Fett macht One-Hit. Naja. Aber übrigens, ich habe einen guten Witz von unserem Rallye-Lehrer noch. Passt auf. Moses kommt von dem Berg Sinai runter, oder wer das war, wo er die 10 Gebote empfangen hat, ne? Also Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, ich habe ihn auf 10 runter. Die schlechte, Ehebruch ist immer noch mit dabei. Boah, dieser Fingerstumpf, ey. Das sieht so widerlich aus. Alter, beweg dich. Auf Albtraum ist es immer noch was anderes, muss ich ehrlich sagen. Wehe, der geht jetzt nicht nach rechts, ey. Geht doch. Okay, Leute, ganz langsam, ganz vorsichtig machen wir das jetzt. Ich sehe ihn nicht mehr. Da hinten ist er. Okay. Ruhig. Ich glaube, eins haben wir jetzt. Safe. Wahrscheinlich, ne? Hier rein. Süß. Süß. Ach, guck mal, voller Zuneigung. So. Öffnen wir ein Ventil. Du guckst dir wieder die Outtakes vom Abo-Special an. Wir waren schon ziemlich beschönes. Beziehungsweise ich war da ziemlich blöde. Da ist jetzt. Scheiße, da kommt er. Aber ich habe immer die passende Musik dazu gehabt. Jo. Komm, du fette Hanswurst. Boah, wie auch mich aber jedes Mal greifen will, ey. Wir wissen beide, Alter, du hast keine Macht und deine Arme sind zu kurz. Deine kleinen Stummelarme. Das bewegt dich, du. Du wildes Walross.
Gerät, wenn ich das jetzt hier mal anmerken darf, was ich gerade links neben mir sehe. Du kannst euch umgucken, ich komm nicht, Alter. Lass dir Zeit. Nimm dir Zeit und nicht das Leben. Aber geh bitte kurz nach unten. Was diese Playlist gut bewertet, bitte hau die mal raus. Was wir da haben irgendwie. Boah, halt die Musik bitte auf. Haben wir was gut bewertet? Das war der Alex, glaube ich, damals. Ja, wo steht da was? Ich sehe ja nichts. Ich auch nicht. Scheiße, war das zweite Ventil. Ich muss erstmal auf eine Playlist machen. Alter. Du blöder Wichser. Der Fett macht uns aber echt schwer, ey, Leute. Aber gut, das ist Albtraum, das muss so sein. Och komm, Alter. Na gut, dann kommt wieder die schöne Greifanimation. Lass wir ihn machen, mit seinen kleinen Patschehähnchen da. Was wollte ich tun? Ah ja. Yum, 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 yum. Mensch, einfach mal 37 Minuten Minecraft-Folge, okay. Kann man ja mal machen. Hast du die Folge Schiedsrichter beim Gangbang gesehen? Nein. Musst du dir mal angucken. Soll ich machen, ne? Also zumindest bloß das Pre-Intro. Was machst du da? Playlist. Ach so. Seitdem der Alex da ja nicht mehr so. Boah. Klar, Alter, Fetti Fett ist wieder The Magica, ey. Der weiß wieder, wo ich bin, ey, klar. Okay. Also. Man kann hier auch eine Altersbeschränkung für Videos eingeben. Ja, juckt mich nicht. Lauf. Ja, mach halt noch lauter, ey. Das war jetzt knapp. Ich muss wieder da hinten rein, da bin ich safe. Fatty Fatfat kommt eh nicht hin, sag ich doch. Er guckt jetzt noch so voll confused. Hui, Alter. Hui, Leute, sorry, dass ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber es war wieder für mich ein spannender Moment. So, kurz weg, bevor sich Fatty Fatfat wieder hierher bequemt. Der mag das ja Regen, na? So, raus hier, jetzt sind wir endgültig safe erstmal vom Fatty. Und dann würde ich gerne noch wissen, wie ich zurückkomme. Irgendwo muss es hier ja lang gehen. Sag ich doch, hier geht's rein. So, und jetzt sollten wir, wo sollten wir draußen nach Vater Martin suchen, ne? Morgen war. Wie spät ist es eigentlich? 6.48 Uhr. Oh Gott, ey, ich hab mich.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sowas von intelligent bist du. Oh Gott. Alter. Ich glaub, ich kack mir in die Hose, ey. Alter Vater, hat der mich erschreckt, ey. Wie der Ronny aber auch angeronnied kam, ey. Hm, what was that? Na, gucke mal, hier liegt einer. War ich aber auch noch nie, finde ich interessant. Gott. Das glaube ich, dass das nur mit am meisten Energie von allen frisst. Deswegen müssen wir jetzt hier sehr schnell sein. Nein, ich bin in die falsche Richtung gerannt. Ach scheiße, ist die Batterie leer. Irgendwo hier war so ein kleines Häuschen, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, oh, hier ist es. Hier müssen wir rein und für die Tür ist ein Schlüssel notwendig, den ich jetzt eigentlich gerade holen wollte. Kann doch nicht, ey. Okay, ab ins Warme. Und hier war irgendwo eine Akte, das weiß ich. Ich presse nur schon mal so. Boah, Alter, hast du eigentlich mal zwischendurch eine Batterie gefunden? Nein. Wir laufen nämlich aus den letzten Löchern. Leute, oh Gott, von da kram ich, ey. Ah, hier jetzt, ey, endlich. Bitte Spiel, please, give me a battery. I beg of you. Wobei man hier auch gut durchkommen kann ohne. Moment, jetzt habe ich mich aber verlaufen, jetzt muss ich wieder zurück. Ja, ich habe mich verlaufen, warte. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir richtig. Tür zu, wir wissen ja nie, was kommt. Gott. And now we have to look for a new battery. Which we aber haven't find yet. Dann bin ich hier falsch. Das heißt, ich muss dann hier lang wahrscheinlich. Jo. Nee, muss ich nicht. Hier muss ich lang. So, ich mach mich dann mal hier weiter an die Arbeit, ne? Hm. Boah, shit, ey, wir brauchen Batterien. Hier liegt aber auch nix, ey. Nix batterietechnisches hier, ey. Gar nix. Ich spiele schon as sparsam as I can, ne? Aber. Nein, nicht die Leiter runtergehen, du Vollidiot, ey. Okay, Leute, das wird langsam haarig für uns. Jump. Because we need the batteries. Jawohl. Eine Batterie, ey. Ich krieg mich nicht mehr ein, ey. Freudentränen incoming. Jo, jetzt können wir auch wieder ein bisschen verschwenderischer sein mit den Batterien. Jetzt haben wir nämlich wieder eine gefunden. Also, wobei das kein Grund ist,
jetzt hier unten zu machen, ne? Hier lang ging's, genau. Dann auf die Bretter, auf den Kaminsims entlang. Hier muss er immer noch rechts gedrückt halten. Das macht er nämlich auch brav alleine. Und dann muss man hier rüberspringen. Auf das Dach. Und dann konnte man hier runterspringen. So, hier ist so ein Penner, der chillt gerade. Hier seht ihr schon mit bloßem Auge, dass ich hier lang kann. Nicht. Boah, Alter. Auf Albtraum muss man das Spiel echt ein bisschen. Darf ich dich mal kurz aus deinem Horrorwahn mal raus? Ja, sag an. Ich werde dich nie wieder, dass ich mit dem Mark aufnehme, weil der noch nicht im Stimmbuch ist. Ich höre hier nämlich gerade bestimmte Folgen an, die etwas älter sind. Wo du so klingst und du auch Gäste hast, die noch schlimmer klingen. Das war aber älter. Scheiße, jetzt ist meine Batterie auch leer. Oh Scheiße, das war ja diese Stelle, wo ich nicht wusste, wo ich lang muss, ey. Ich dachte hier hoch eigentlich. Aber dann. Nee, hier war das nicht, das war. Hier, ne? Genau. Dann hier lang. War nicht irgendwo der Fette? Ich höre den da. Ich höre seine lieblichen Schritte. Ja, da treibt sich dran oben. Du hast nur noch 3 Minuten. Echt? Das ist gut. Bis dahin solltest du zum nächsten Speicherpunkt gelangen. Nee. Genau, jetzt muss ich hier rüber. Das Problem ist, wie gesagt, eine Batterie haben wir noch. Und wir haben schon ein ganzes Stück draußen zurückgelegt. Nee, 2 hast du noch. Nee, die ist ja klar, ne? Ja. Jetzt, ich bin beim Speicherpunkt, okay. Beim Springen. Ich weiß gerade nicht mehr, wo wir sind. Ich habe gerade die Nullorientierung. Hopefully I will get to the exit. Ah, da unten musst du rein. Ja, da kommt der Fette nämlich. Nein! Dieser Wichser. Nee. Das geht nicht. Was ein mieser Wichser. Da musst du entweder schneller sein. Schneller ging nicht, ich war schon durch quasi. Oder ihn nochmal durch den Garten jagen. Mich von ihm durch den Garten jagen lassen heißt das. Genau, I have to follow this. Komm, Alter, noch einmal, probier's. Okay, klappt nicht. Wir wissen beide, was jetzt kommt. Dann muss ich mich von Mr. Fettfett doch noch einmal, beziehungsweise von Tom noch einmal durch den Garten jagen lassen. Ja. Das hätte ich auch so noch nie, muss ich ehrlich sagen. Wo ging es nochmal lang zum lieben Mr. Fett? Fällt immer den Ziegeln nach, ich weiß schon. Zu Mrs. Fett. Och, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, ey. Er müsste dann in einem großen Bogen laufen. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Mann, wofür steht denn das, dieses Lab? Das ist die Runde. Runde 5? Nee, die Zeit der aktuellen Runde. Ich nehme erst 5 Minuten auf? Nö. Genau, jetzt muss ich hier einmal zurück. Und hier einmal um den Pavillon laufen.
Genau. Da hat irgendwas geblinkert im Büro. Ich glaube, das war eine Batterie. Aber da kannst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr drauf achten. Nö. Da kommt er. Ja, da gehört Vater Martin auch hin. Ja, sehe ich genauso. Du siehst, Max, wir kommen bald an unsere Grenzen im Spiel. Weil wir einfach mal bald richtig out of Batterien sind. Ich glaube, du musst hier wirklich eigentlich richtig suchen nach jeder einzelnen Batterie. Rechts ging's weiter. Mal das. Ich glaube nämlich beim Brunnen war eine. Nee, beim, nur kurz gucken, ob beim Brunnen. Nee, auf der Bank bestimmt. Bank war deine. Genau. Dann haben wir jetzt eine weitere. Haben eine neue Notiz. Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen. Als hätte ich wie im Kindertagen ein Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte aus nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Ihr seht, wir werden langsam also auch verrückt. Jetzt gehen die Station rein, dann beendet die Folge. Jo, wo ging's denn nochmal rein? Hier, ne? Ja. You have to get as far as you can. So, Leute. Das war's von mir wieder. Gleich ist der Max wieder dran. Deswegen, wir sehen uns gleich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.